18:5. Und jetzt ist Grünball Schwerin auch wieder drin in der Partie. Sind sie aus dem Kabinenschlaf erwacht? Und jetzt geht's wieder mit Dampf nach vorne. Aber Parchim ist noch wach, nicht ganz so wach wie in diesem Fall. Schira Rüdiger, Treffer Nummer 6. 19:5 und damit der 4:4 Ausgleich in Hälfte 2. Versuch und noch ein Nein. Gut abgehalten von Tabea Alm. Und der Wurf gefangen von Sandberg. Und der Pass dann zu weit ins Leere. Und eigentlich mehr blind gespielt, haben sie Glück, dass sie den Ball zu weit. Und gut aufgepasst. Von Nadia Teil. Und Achim ist noch sehr kämpferisch in dieser zweiten Hälfte. Sie die schnellste der Teile. Teil und wirft den Ball an die Latte und hat erneut die Chance. Technischer Fehler. Und das Tor für Grün-Weiß-Schwerin durch Nene Laschner. Und jetzt mal das Tor erneut für den Parchimer SV. Michel Meitzner mit ihrem zweiten Treffer zum 20:6. Und das Tor jetzt für Grün-Weiß.
Schwerin. Erzielt durch Anne Groth. Und das Tor von Nele Mönnig zum 22-6. Und Nadja Theil mit Treffer Nummer 5. Zu 7. Auf der Parchimer Bank wird ein bisschen Motivationsarbeit geleistet. Dann 6 Tore in der zweiten Hälfte. Das ist mehr als erwartet. 7-6 der Stand in der zweiten Hälfte für Grünwald-Schwerin. Und jetzt sogar die Chance zum 7-7. Harter Ball von Lara Jacobi. Zu schwach, aber da ist auch niemand zurückgelaufen. Und Anna Groth mit ihrem zweiten Treffer zum 23-7. Gut am Wurf behindert. Und jetzt ist doch Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und gestellt, diesmal schon hochgesprungen und geworfen, Nele Mönnig. Zum 24-7. Und in den Kreis getreten und der Konter für Schwerin läuft. Oh. Ist sie ausgerutscht. Nele Mönnig. Und der Ball ist dann weg und es gibt schon wieder Einwurf für Grünwald Schwerin. Und der Wurf gehalten von Charlotte Schingel. Und die Chance zum erneuten Treffer und nochmal die Chance für Parchim zu hoch. Aber es gibt den Freiwurf. Für Parchim. Neun gehalten und Ball ist wieder, weg und Parchim wieder im Ballbesitz. Die
Hüpfen auf einem Bein. Einmal probieren und beim zweiten Mal werfen wir dann. Und das war hervorragend gemacht. Der lange Ball auf Helene Theile. Die technisch ganz sauber den Ball aufnimmt und im Tor versenkt. Zehn zu sechs in der zweiten Hälfte jetzt. Also hat sich mit dieser zweiten Hälfte können, egal wie sie nun ausgeht, wir haben ja noch 3 Minuten. Aber der Parchimer SV kann und ist damit hier zufrieden. Und das schade noch das Tor von Nele Mönnig. Aber die Torhüterin Charlotte Schüngel noch am Ball gewesen, aber dann rollt er doch rein. 26 zu 7. Die Hilfe vom Schiedsrichter, der Fuß muss auf die Linie und erst dann darf der Einwurf ausgeführt werden. Helene Theile. Glück, dass dieser Ball mit reinfällt. Ihr dritter Treffer in diesem Spiel. 27 zu 7. In der Detail scheint an Lara Sandberg. Die leitet den Konter ein. Und der sichere Treffer von Nele Mönnig. Ihr sechster in diesem Spiel. 28 zu 7. Und das ist die Schlusssirene, 28 zu 7, gewinnt der SV Grünwald-Spreen gegen den Parchimer SV. Thank you.